Ja, mein Name ist Anja. Ich komme aus München ursprünglich, wohne seit 10 Jahren hier im Chiemgau, was total praktisch ist, weil ich wahnsinnig viel auf den Berg gehe und draußen bin, in der Natur unterwegs, viel mit meinem Hund draußen. Außerdem mache ich grundsätzlich gerne allen anderen Sport. Auch die Seen sind natürlich sehr schön. Dann male ich und ich spiele Saxophon seit der Krebserkrankung, so als Ersatzbefriedigung zum nicht mehr so viel Sport machen können. Ich bin Biologin, arbeite aber schon eine ganze Weile nicht mehr in dem Beruf. Genau. Und habe eine Tochter, die ist jetzt gerade, hat gerade im Studium angefangen und ja, genau. Ein anderes großes Hobby von mir ist das Reisen. Ich habe 2018 ein Sabbatical gemacht, war auf der ganzen Welt unterwegs und habe irgendwann gemerkt, es ging mir so die Energie aus. Ich kann gar nicht genau beschreiben, was es war. Ich habe so gemerkt, nee, jetzt ist ein Punkt, jetzt muss ich wieder nach Hause, weil es einfach, auf einmal hat es mich irgendwie angestrengt. Und bin dann nach Hause gekommen, das war im April 2019. Und war dann auch wirklich echt Energielevel gleich null. Und dann habe ich gemerkt, dass sich die Brust verändert. Und ich bin jemand, der überhaupt nichts mit Krankheiten am Hut hat. Ich bin nie krank. Nie. Also das gibt's bei mir einfach nicht. Und ich gehe auch nie zum Arzt, also außer zu Routineuntersuchungen, weil ich habe nie was. Und dachte mir dann auch, naja, es ist irgendwie beim Sport. War viel Mountainbiken und hatte also nicht so einen richtigen Sturz, aber ich habe mir den Lenker irgendwie ein bisschen auf die Schulter und dachte mir, ach ja, das ist eine Schwellung halt vom Biken. Und habe das ignoriert und dann stand ich irgendwann vor dem Spiegel und tastete das so ab und auf einmal kommt Blut vorne raus. Also wie beim Stillen lief Blut raus. Und da war ich so, boah, krass. Und als Biologe ist das wahrscheinlich für die meisten nicht nachvollziehbar, finde ich, war so, krass, jetzt hast du dir irgendeinen Parasiten eingefangen irgendwo in Sri Lanka oder sonst wo. Und ich hatte schon alle Namen von irgendwelchen abgefahrenen Hakenwürmern im Kopf und dachte, nee. Bin zum Arzt und leider an eine Ärztin geraten, die zu diesem Lager esoterische Spinner gehört. Die fing mir dann an mit, ach, also ich hatte auch mal Parasiten in meiner Brust, da habe ich ein paar Globulis genommen, seitdem ist weg. Wir machen mal einen Abstrich, Blutabstrich, um auszuschließen, dass das Schlimmeres ist. Und habe mich wieder nach Hause geschickt, ohne irgendwas zu machen. Kam mir komisch vor. Ich kannte diese Ärztin, war ich vorher erst ein, zwei Mal. Na, wenn man nie was hat, dann weißt du auch nicht, wie Ärzte so sind. Ja, bin wieder nach Hause, die Blutungen hörten nicht auf. Und bin nach 2 Wochen wieder hin und sagte, also es kann nicht sein, dass wir nichts machen. Ich möchte einen bakteriologischen Abstrich haben. Ich möchte jetzt wissen, was da ist, weil da läuft Blut raus. Das ist nicht normal. Und sie meinte nur so, ja, sie hat einen Krebsabstrich gemacht über das Blut, was rauslief und wäre kein Krebs. Heute weiß ich, es kann man da gar nicht diagnostizieren. Die Frau hat keine Ahnung, was sie tut. Und das hätte ich einfach fast nicht überlebt, weil bis dann der Punkt kam, wo ich sagte jetzt, nee, also die spinnt. Das war dann bei diesem Gespräch, weil die hat mir dann völlig abstruse Theorien erzählt. Und dann bin ich zu meinem alten Gynäkologen zurück, der war halt schon alt und der arbeitet nur noch so einmal die Woche und nur noch so nebenher und deswegen hatte ich damals gewechselt und bin wieder zurück. Der hat einen Ultraschall gemacht und hat gesagt, das hat man in ihrem Alter nicht. Wir machen sofort eine Stanzbiopsie. Und mir war null klar, dass es das um Krebs ging. Gar nicht. Ich dachte immer noch, kam mittlerweile auch raus, dass es das ein Staphylokokkenmastitis sich draufgesetzt hatte, aber dass da eine Krebserkrankung drunter stand, das war mir immer noch nicht klar. Und ich habe ja sowas nicht, weil ich bin ja nie krank. Also genau, und dann kam die Stanzbiopsie. Da hatte ich mich noch mit der Freundin verabredet. Die machen ja die Biopsie. Dann kommt die Untersuchung und dann eröffnen sie dir das Ergebnis. Und ich habe gesagt, du, ich muss mal kurz ins Krankenhaus, kriegst das Ergebnis von der Stanze, wahrscheinlich doch irgendwas Exotisches und dann treffen wir uns danach. Und dann sitze ich da in der Klinik und dann schaut mich die Oberärztin an und sagt, also es war die Diagnose war schwierig, aber wir haben jetzt was gefunden und ausgeprägtes Dezis, das ist eine Krebsvorstufe, aber leider auch ein invasives Mammakarzinom. Und haben sich schon mal über Brustaufbau Gedanken gemacht. Und ich saß da und dachte, what? Mir war gar nicht klar, dass es um Krebs ging. Und jetzt Brustaufbau. Und ja, wir können leider nicht brusterhaltend operieren. War von vornherein klar. Und da zieht es einem natürlich erstmal den Boden unter den Füßen weg. Bin dann nach München gefahren zu meinen Eltern. Und mein Mann arbeitet auch in München.
Und dann erstmal ins Kino gegangen, weil ich dachte, ich brauche jetzt irgendwas Normales, weil das war nicht mehr normal. Ja, und habe auch einen wahnsinnig tollen Film gesehen, Yesterday, der war sehr lustig. Weiß ich noch, war völlig absurd. Naja, und dann wird man reingezogen in diesen Strudel von tausend Entscheidungen, wo man sich überhaupt noch nicht Gedanken gemacht hat, was überhaupt. Und ich hatte zwei gute Freundinnen, die Brustkrebs hatten, die eine 7 Jahre vor mir, die andere 10 Jahre vor mir. Beide genesen, die eine komplett ohne Chemo, die andere mit Chemo, bei der war die Chemo furchtbar. Und dann habe ich mir, dann realisiert man das so stückchenweise und ich dachte mir, naja, okay, jetzt hast du Brustkrebs, jetzt machen sie die Brust weg und dann ist das okay, du brauchst keine Chemo. Das war dann so nach dem ersten Schock und dann habe ich mir das halt irgendwie so für mich versucht, da meinen Frieden mitzufinden, dachte mir, okay, Gesundheit first. Ja, wir machen das jetzt so. Habe mir aber auch angehört bei verschiedenen Ärzten, welche Möglichkeiten ich habe. Und dann kam die OP und die Diagnosefindung war bei mir schwierig durch diese Mastitis und durch diese Blutungen. Und dann kam die OP und dann wird das ja eingeschickt und man liegt da in der Klinik. Und dann kam es natürlich schlimmer. Klar, es war also nicht ein Mammakarzinom, es waren 9 Mammakarzinome, ein multizentrisches Mammakarzinom. Das heißt, es war klar, die müssen die Brust wegmachen. Die Lymphknoten sahen reaktiv aus, konnte von der Entzündung sein. Aber sie haben mich schon darauf vorbereitet, dass sie nicht glauben, dass die Lymphknoten von der Entzündung vergrößert sind. Und auf der anderen Seite haben sie auch noch was gefunden. Ja, und in der Gebärmutter auch. Das hat sich dann zum Glück aber nicht als bösartig herausgestellt. Und dann war klar, Chemo. Also ich meine, es zwingt einen natürlich niemand zu, aber ich habe die Diagnose gelesen und als Biologe kannst du schon so ein bisschen einschätzen, was da steht und war ganz klar, okay, also ich brauche jetzt nicht mehr diskutieren, jetzt muss ich diese Chemo machen. Hatte eben von meiner Freundin noch im Kopf, wie es der ging und es ist eine super tolle Frau, wahnsinnig sportlich. Die war, also es war schlimm, aber es tut sich sehr viel. Und die Chemo war nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich habe gefastet, da schwöre ich drauf. Also die um die Chemotage selber immer. Und dadurch hat die Chemo bei mir relativ wenig Auswirkungen gehabt. Ich habe auch schon Sport durchgezogen. Ich war laufen und wenn ich dann für die 3 Kilometer eine Stunde gebraucht habe, dann habe ich die gebraucht. Aber danach ging es mir gut und ich habe richtig gemerkt, wie der Körper entgiftet mit der frischen Luft und mit draußen. Und dann macht man das einfach so Schritt für Schritt und ja. Und irgendwie geht das dann auch vorbei. Und dann kam natürlich noch die Bestrahlung, weil volles Programm. Und dann hatte ich ja auch erstmal nur eine Mastektomie. Und nachdem ja die zweite Brust auch noch operiert war und war aber zum Glück nicht bösartig und es da aber auch nicht so einfach war, habe ich mich dann im letzten Schritt noch dazu entschieden, jetzt komplett, weil ich mache das nicht mit, dass ich nochmal ein Rezidiv kriege. Ich bin jemand, der nicht sehr an seinen Brüsten hing, einfach durch den vielen Sport, war mir ganz klar, nee. Ich mache das nicht nochmal mit. Alles weg. Also ich hatte ja zuerst die erste Mastektomie. Das war die rechte Seite. Das war im Oktober 2019. Und dann war ich ja einseitig. Dann hatte ich auf der einen Seite der Brust und auf der anderen Seite keine. Und das ist, finde ich, ein grauenhafter Zustand, weil da fühlt man sich einfach verstümmelt. Man muss ja irgendwas ausgleichen. Und da bin ich natürlich erst versorgt worden mit so einem Erstversorgungs-BH und einer Brustprothese, weil das war schon schlimm. Also gerade diese Einseitigkeit fand ich furchtbar. Also da habe ich auch lang für gekämpft, dass sie dann gesagt haben, sie machen jetzt alles weg, weil ich bleib nicht so einseitig. Das geht gar nicht. Und da helfen natürlich diese Amoina-Produkte schon sehr, weil man halt nach außen wenigstens nicht sieht. Also wenn man jetzt auf die Zahlen schaut, dann ist es so, dass 80% der Frauen sich für eine Sofortrekonstruktion entscheiden und sicher die Hälfte davon das Ganze wieder rückgängig machen lassen muss, weil durch die Bestrahlung halt Kapselfibrosen entstehen und. Oder die Rezidive drunter wachsen, werden zu spät gesehen und das war für mich überhaupt keine Option. Und auch, ich mache viel Yoga, man hat einfach ein Körperbewusstsein und einen Fremdkörper in mir zu haben, wäre jetzt für mein Körperbewusstsein überhaupt nicht in Frage gekommen. Ich hatte mir, als ich einseitig war, überlegt, eine Eigengewebsrekonstruktion zu machen. Und dann war ich bei so dem Münchner Brustpapst und der hat dann gesagt, ja, es sitzt nicht so viel dran, aber wir können die eine verkleinern und die andere dann aufbauen. Und ich dachte, nee, also
nee, das mache ich nicht, weil für was? Also ich brauche es nicht. Es ist ganz klar, es schaut nie wieder so aus wie vorher. Das ist einfach nicht mehr die Brust, wie du sie kennst. Und warum mache ich das dann? Wenn ich es nicht brauche, für andere mache ich das nicht. Mir war am Anfang ganz wichtig, dass ich Sport machen kann. Deswegen ist die einzige Prothese, die ich habe, diese Sportprothese. Und bei uns war es so, dass die Frau von dem Sanitätshaus kam in die Klinik mit so einem ganzen Produktkoffer, wo man sich was aussuchen konnte und anprobieren konnte und sowas. Und genau, und diese Schwimmprothese, diese Aquawave, die habe ich, weil ich die halt natürlich in die Badeanzüge reintun konnte und ja zum Schwimmen hatte. Und hatte dann, nachdem ich ja wusste, ich mache diese doppelte Mastektomie und möchte dann eigentlich so bleiben, mich für keine anderen Prothesen mehr entschieden. Also ich habe nur diese Sportprothese. Also ja, für mich war die Amuna Energy eben die richtige Wahl, weil sie gehört einfach für mich jetzt zum Sport dazu. Gerade wenn man jetzt enge Schwimmanzüge, Badeanzüge anhat. Ich habe auch von so einer Hamburger Firma so einen ganz tollen Badeanzug, den ich unbedingt weitertragen wollte. Und da brauchte man halt einfach was, was man reinstecken kann. Und deswegen finde ich gerade die Möglichkeit mit diesen Sportprothesen super. Also wenn ich jetzt die Wahrheit sage, dann arbeitet eine gute Freundin von mir bei Amöna und die hat das mitbekommen, als ich krank wurde und hat mich angerufen. Also sie war eine Yogaschülerin von mir und hat mich angerufen und gesagt, Anja, wenn du irgendwas brauchst, ich arbeite bei Amöna und hättest du nicht Lust, das wäre doch super und du hast doch da auch eine Botschaft und mach doch da mit. Und dann habe ich mir das überlegt und dachte mir, ja, wieso eigentlich nicht? Ich finde das eigentlich eine gute Sache, gerade zu zeigen, dass man dazu steht. Also es ist halt einfach ein Teil von mir und ich war und bin niemand, der auch während der Erkrankung gesagt hat, ich will jetzt da nicht drüber reden, sondern ich finde, man muss das offensiv tun, damit das einfach irgendwie aus der Tabuzone raus ist. Und für manche war es immer zu offensiv, aber das muss man dann einfach mit umgehen können. Und im Zuge dessen, finde ich, da muss man nichts verstecken. Es ist, wie es ist. Also es ist natürlich eine Möglichkeit, wieder Unterwäsche zu tragen, so wie man sie kennt, mit Oberteil und Unterteil. Und die schauen schön aus. Die schauen aus wie normale Wäsche, nicht wie irgendwie fleischfarbene, weiß nicht, Shaping-Unterwäsche oder irgendwie sowas, sondern man kann halt einfach Unterwäsche tragen, wie man sie vorher auch getragen hat. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo man dann sich normal fühlt mit. Gerade wenn man Sachen mit Ausschnitt trägt, da kann man ja einfach nichts drunter lassen, sondern da muss natürlich schon irgendwas drunter sein, damit man sich nicht vorbeugt und direkt auf die Narben. Ja, ich finde, die Produkte sind wirklich gut verarbeitet und gut gemacht und die machen einen ganz tollen Job hinter den Kulissen. Vielen Dank.